Ausgehend von der Initiative von französischen Landwirtschaftsminister, der also so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung gemacht hat und gemeint hat, naja, wenn man in allen Böden der Erde um 4 Promille den Humusgehalt erhöhen würden, dann könnten wir praktisch das CO2, das uns derzeit um die Ohren fliegt und unseren Planeten aufheizt, relativ bequem eliminieren. Das Problem ist natürlich nur, es ist eine Milchmädchenrechnung und es ist aus meiner Sicht so ein bisschen eher auch als Metapher zu sehen. Das Gute daran ist, dass das Ganze einen Diskussionsprozess in Gang gebracht hat, der, glaube ich, sehr, sehr viel Positives bringt. Man muss aber auf jeden Fall schauen, dass man die Kirche im Dorf lässt. Ich meine, es gibt jetzt in der Zwischenzeit ohne dies schon etliche Publikationen dazu. Ich möchte dazu vor allem auf die Publikation auch von Maxl Bonn zum Beispiel oder vom Dünen-Institut in Deutschland verweisen, die eben auch sagen, also so einfach ist es natürlich nicht. Aber wie gesagt, ich sehe diese Initiative eher als eine Metapher, die man jetzt nicht zu 100% als bare Münze nehmen soll. Aber ich glaube, dass der Diskussionsprozess, der dadurch angeregt oder in Gang gesetzt wurde, ein sehr, sehr guter ist. Es sind eben diesbezüglich jetzt etliche Initiativen entstanden im Hinblick auf Carbon Farming. Die Moni hat es eh auch schon erwähnt, auch auf europäischer Ebene ist das durchaus ein Thema und wir werden es dann nachher auch sehen, wenn ich ein paar Beispiele aus dem IGP Soil, das ist also so ein großes Rahmenprogramm, ein europäisches, bringe, wie viele Projekte, die im Rahmen von diesem IGP Soil laufen, derzeit mit der Thematik Kohlenstoff zu tun haben. Und unserer Meinung nach war es eben wichtig, dass wir einmal sagen, wir versuchen den Status quo des aktuellen Wissens einmal zusammenzufassen und eben das Wissen über die Zusammenhänge zwischen Boden, Bodenfruchtbarkeit und Humus ein bisschen besser darzustellen und auch für die Praxis ein bisschen aufzurollen. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Punkt, der uns auch bei der Erstellung dieser Broschüre begleitet hat, und das ist auch was, wo ich in der Diskussion mit Landwirtinnen und Landwirten, die also sehr intensiv auch Maßnahmen umsetzen, die zu einer Humusanreicherung führen, immer wieder gehört habe. Das ist sozusagen jetzt auf überspitzt formuliert, der Humus ist mir egal, sondern mir geht es darum, dass ich Maßnahmen treffe, die insgesamt zu einer Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit führen. Und da ergibt sich der Humusgehalt, der optimale Humusgehalt ganz von selber. Ja? Also der Humus wird sozusagen nicht als Selbstzweck gesehen, sondern der Humus ist ein Parameter der Bodenfruchtbarkeit, der, wenn ich die richtigen Maßnahmen setze, dann auch entsprechend natürlich steigt beziehungsweise sich stabilisiert und insgesamt die Situation verbessert. Also wenn man das Thema sozusagen von dieser Seite betrachtet, glaube ich, ist es ein anderer Zugang, den man dann hat und der rückt dann einiges wieder ins rechte Licht und man sieht dann auch, wo jetzt wirklich der Hauptfokus liegen sollte. Also nicht den Humus als Selbstzweck zu sehen, sondern eher die Maßnahmen, die halt auch unter anderem dazu führen, dass sich der Humusgehalt verbessert oder stabilisiert. Ja, und das, was wir eben versuchen wollen, das ist in dieser Broschüre einen Überblick über die Thematik zu geben. Die Broschüre ist jetzt noch nicht ganz fertig. Wir sind jetzt liegen sozusagen in den letzten Zügen. Es sind jetzt noch einige Dinge einzuarbeiten, aber ich gehe davon aus, dass wir im Frühjahr des nächsten Jahres spätestens die Broschüre auch publizieren können. So, was sind jetzt die Themen dieser Broschüre? Zunächst einmal ein bisschen Theorie. Das muss sein, vor allem, weil sich in Bezug auf die Humustheorie oder die Entstehung des Humus, die Stabilisierung des Humus in letzter Zeit einiges getan hat. Es gab also die alte Theorie, ihr kennt es wahrscheinlich noch, mit diesen verschiedenen Huminstoffen und wo man gesagt hat, also das ist im Wesentlichen dann dafür verantwortlich, ob jetzt der Humus schneller oder leichter oder langsamer abbaubar ist, wie komplex diese Huminstoffe sind. In der Zwischenzeit weiß man, dass es ein wesentlich komplexerer Zusammenhang ist, weil es nämlich auch darauf ankommt, wo diese einzelnen organischen Substanzen im Boden zu finden sind. Weil der Schutz sozusagen vor Abbau oder die Förderung des Abbaus hängt eben sehr stark auch zusammen mit dem Milieu, in dem sich diese
Kohlenstoff oder in dem sich diese organische Substanz befindet. Dazu haben wir ein bisschen was geschrieben mit der Hilfe von Humusforschern, die also wirklich international renommiert sind. Der Martin Gerzerbeck natürlich war da sehr federführend daran beteiligt, auch der Johannes Dintner hat da sehr viel an Input geliefert. Also wir haben versucht, das Ganze und natürlich auch alle anderen, die in dem Team sind, die an dieser Broschüre arbeiten. Aber ich glaube, da haben wir jetzt eine sehr gute Zusammenstellung. Das nächste Thema ist der Einfluss des Humus auf die Bodeneigenschaften. Und da sind wir eigentlich schon genau in diesem Bereich, wo es jetzt darum geht, diese Wechselwirkungen aufzuzeigen und quasi auch klarzulegen, dass wenn entsprechende Rahmenbedingungen gegeben sind, dass sich dann Eigenschaften des Bodens entsprechend auch verbessern können. Was natürlich auch nicht unwichtig ist, das sind jetzt die Einflüsse der Umweltbedingungen, weil ja die Klimawandelsituation, in der wir derzeit uns befinden, sehr wohl auch auf diesen Bereich einen wesentlichen Einfluss haben wird, aber natürlich auch Bewirtschaftungsmaßnahmen. Ja. Alles das, was ich hier aufgeschrieben habe, also Wasser ist ganz wichtig, Erosion, Verdichtung, Bodenbearbeitung und das Ganze im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist natürlich eine wesentliche Sache. Und dann haben wir auch versucht, so ein bisschen eine kurze Zusammenfassung zu geben über die Humusgehalte in Österreich, wie sie aktuell sind, beziehungsweise wie sie sich auch entwickelt haben in den letzten Jahren, weil wir ja wissen, dass wir Gott sei Dank in Österreich eine Situation haben, dass aufgrund der Maßnahmen, die eigentlich gesetzt wurden, generell wir in vielen Bereichen davon ausgehen können, dass es zu einer Verbesserung des Humusgehalts gekommen ist über die letzten Jahre und Jahrzehnte, wobei wir uns jetzt halt in einem Bereich befinden, wo wir sozusagen eine Sättigung dieser Kurve bekommen, was aber nicht heißt, dass man die Maßnahmen, die wir treffen, jetzt quasi auslaufen lassen können, sondern ganz im Gegenteil, es ist wichtig, weiter so zu wirtschaften, damit wir den Humusgehalt im Boden auch entsprechend stabilisieren können. Was gibt es jetzt da für Maßnahmen? Naja, das ist jetzt eine Vielzahl von Dingen, die wir versucht haben, auch ein bisschen aufzulisten und in ihrer Bedeutung und in ihrer Wirkung einmal darzustellen. Und dabei stehen, ihr seht das schon auch an dieser Liste, ganz zu oberst eigentlich pflanzenbauliche Maßnahmen. Das heißt, die Wahl der richtigen Fruchtfolge, die Wahl von oder der Anbau von Zwischenfrüchten und Gründüngung, also organische Substanz über die Pflanzen unmittelbar in den Boden zu bringen, die Erntereste zu belassen, direkt Saat. Das rechte Bild, das ihr da seht vom Gnauer Hans, das zeigt, wie er, also das ist ein wirklich, glaube ich, sehr bezeichnendes Bild, in welchem hohen Pflanzenbestand es möglich ist, eine Direktsaat zu machen. Er war also ganz begeistert, wie er mir davon erzählt hat und deswegen möchte ich auch euch dieses Foto nicht vorenthalten. Natürlich gehört auch dazu reduzierte Bodenbearbeitung, ganz klar. Organische Düngung, also externe organische Kohlenstoffquellen spielen hier ebenfalls eine Rolle. Aber auch unmittelbar die Düngung selber, also vor allem die Stickstoffdüngung, dass man die soweit optimiert, auch das kann hier entsprechend positive Effekte bringen. Bewässerung ist auch ein Thema, das kann auf der einen Seite dazu führen, dass es zu Verbesserungen kommt, kann aber natürlich auch die Mineralisierung befeuern sozusagen. Also ihr wisst, wenn es warm ist und feucht, dann können die Mikroorganismen besser arbeiten und dann kommt es möglicherweise aber auch zu stärkerer Mineralisierung. Der Einsatz von Biokohle, auch ein ganz wichtiger und wesentlicher Punkt, weil die Biokohle als Verbesserung von verschiedenen Prozessen, zum Beispiel im Kompostierungsprozess eingesetzt werden kann und zusätzlich dann eben auch noch dazu führt, dass es zu Verbesserungen der Rahmenbedingungen im Boden kommt, aber natürlich auch zu einem gewissen Grad eine Festlegung von Kohlenstoff. Der Gerhard Soja, der auch bei uns im Fachbereich schwerpunktmäßig die Biokohlebroschüre damals betreut hat, hat jetzt gerade wieder eine Mail ausgeschickt, gesagt, es hat sich da jetzt schon so viel getan wieder seit unserer letzten Auflage. Also wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich auch wieder beginnen, die Biokohlebroschüre zu überarbeiten. Wir haben aber auch in dieser Broschüre eine relativ ausführliche Behandlung der Biokohle drinnen. Das heißt, die Themen rund um die Biokohle werden hier auch noch ein bisschen genauer dargestellt in einem Anhang, dass man sich da entsprechend informieren kann. Und dann natürlich auch im Bereich vom
des Grünlands, dass man da versucht, das Dauergrünland möglichst unangetastet zu lassen. Das wird das Dauergrünland erhalten. Und ein ganz ein spannendes Thema ist sicherlich auch der Erhalt bzw. die Wiederherstellung von Mooren, die sich in dem Zusammenhang sehr interessant auch darstellen von der Thematik, weil es hier um relativ große Kohlenstoffmengen unter Umständen gehen kann. Also insbesondere bei der Wiederherstellung von Mooren, weil natürlich hier in der eine große Menge an organischer Auflage da ist und dementsprechend auch viel Kohlenstoff in diesem Zusammenhang gespeichert werden kann. Diese Maßnahmen, die man hier setzt, die sollte man natürlich in irgendeiner Form sich anschauen, hat das funktioniert, so wie man sich das vorgestellt hat. Und das ist vor allem etwas, was auch in zunehmendem Maße zum Beispiel von der EU eingefordert wird. Wenn es Maßnahmenförderungen gibt, dann hat es früher sozusagen genügt, und das ist ja auf nationaler Ebene so gewesen, dass man gesagt hat, ja, man hat diese Maßnahme gemacht und damit ist die Förderung schon in trockenen Tüchern. Jetzt gehen wir also in eine andere Richtung, wo man sagt, die Maßnahme, die Durchführung der Maßnahme allein reicht nicht, sondern man braucht irgendwelche Resultate, man braucht irgendwelche Indikatoren, mit Hilfe derer man zeigen kann und nachweisen kann, dass es eine entsprechende Wirkung auch gegeben hat. Ich meine, wir haben, ihr habt es ja vorher gesehen, diese Entwicklung des Humusgehalts in Österreich, das konnten wir eben durch sehr, sehr viele Bodenuntersuchungsergebnisse entsprechend dokumentieren. Und solche Dinge wird es in Zukunft auch vermehrt brauchen. Wenn es jetzt um das Monitoring dieser Maßnahmen unmittelbar auf den Feldstücken oder unmittelbar auf den Betrieben geht, gibt es natürlich unter Umständen manches Mal ein bisschen Schwierigkeiten. Die Bodenuntersuchung ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiges Instrument. Man muss aber wissen, mit welchen Unsicherheiten man es hier zu tun hat. Und wir haben jetzt im Rahmen eines Forschungsprojekts, des Lucasa-Projekts vom Landwirtschaftsministerium gefördert, uns einmal ein bisschen die Heterogenität der Standorte angeschaut. Wir haben uns da die Punkte hergenommen oder einen Teil der Punkte, die im Rahmen des EU-weiten Lucas-Monitoring-Projekts beprobt wurden und haben uns das ein bisschen mehr im Detail angeschaut. Und ihr seht links unten diesen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Standorte und der Spanne des Gehalts an organischer Substanz. Und ihr seht das natürlich bei sehr, sehr viel, und zwar der Spanne innerhalb des Bereiches, von dem diese Bodenprobe gezogen wurde. Wir haben uns das genau angeschaut. Und da sieht man, dass also bei sehr, sehr vielen Standorten eine Schwankungsbreite von zwischen 0 und 0,3% gegeben ist, dass es aber sehr wohl eine Reihe von Standorten gibt, wo man teilweise ganz erhebliche Schwankungen innerhalb dieses Probenahmepunkts selbst feststellen konnte. Und ich habe euch da so ein Beispiel einmal gezeigt, wo ihr seht, dass innerhalb dieses inneren Kreises, und das ist sozusagen der Bereich, aus dem diese Bodenprobe gezogen wird, diese Lucas-Bodenprobe, wir eine deutliche Streuung der Humusgehalte haben, also von ungefähr knapp über 3 bis knapp über 6, 7 hinauf. Ja. Es gibt aber natürlich auch andere Standorte, so wie der rechts unten zu sehen ist, aus Klein-Neusiedl, wo wir eine sehr homogene Verteilung haben. Also das heißt nicht, dass es grundsätzlich nicht funktioniert, aber man muss sich zumindest der Tatsache bewusst sein, dass es hier zu Problemen kommen kann. Es gibt aber natürlich auch andere Möglichkeiten noch, die wir verwenden können, um zum Beispiel den optimalen Humusgehalt zu charakterisieren, indem man zum Beispiel die Aggregatstabilität sich anschaut. Das ist jetzt keine unmittelbare Messung des Humusgehalts, aber eben ein Parameter, der sehr stark auch mit dem Humusgehalt verknüpft ist. Und ihr seht hier eben das Beispiel von einem Boden mit einer sehr guten Aggregatstabilität, der kaum verschlemmt, und einem mit einer relativ schlechten Aggregatstabilität. Das Ganze kann man auch mit diesem Flaschentest machen, wo man sozusagen
das Wasser hier durchrinnen lässt und dann schaut, wie stabil oder nicht stabil das bleibt, beziehungsweise in dem Fall, ihr seht, dieser Boden ist komplett verschlemmt. Da ist in der gleichen Zeit, wo da alles durchgelaufen ist, ist also da erst etwa die Hälfte durch und der Rest steht oben. Genauso ist natürlich die Spatenprobe auch ein probates Mittel, um hier eine entsprechende Analyse zu machen der Bodenstruktur. Neben diesen Bodenuntersuchungen gibt es aber natürlich auch noch andere Möglichkeiten, nämlich Bilanzierungen. Das heißt, ich schaue, wie schaut der Kohlenstoff-Input aus und wie schaut der Kohlenstoff-Output aus. Es gibt ja Kulturen, die aufgrund ihrer Maßnahmen sozusagen eher humuszehrend sind. Und dann gibt es welche, die sind humusmehrend. Da gibt es eine entsprechend gute Dokumentation des VD-LUFA mit einer Methode dazu. Diese Bilanzierungsergebnisse bzw. diese Bilanzen werden durchaus auch gerechnet. Und ich habe also hier ein Beispiel der Landwirtschaftskammer Oberösterreich. Und dann gibt es aber auch noch die, zum Beispiel die Bilanzierungsmethode nach Kolbe, wo also bestimmte Klassen von Flächen auch festgelegt sind. Und diese Klassen, die kann man übrigens in der Zwischenzeit schon abrufen über die E-Boot. Das ist hinterlegt als ein Layer. Das heißt, man kann sich diese einzelnen Klassenflächen, die man für die Kolbe Bilanzierung braucht, dann sehr schön aus der E-Boot auch herausholen und heraussuchen. Und ja, inwieweit sozusagen die Proben, die im Rahmen von Lukas gezogen wurden, hier berücksichtigt werden kann. Ich habe vorher schon gesagt, dass man also sich diese Standorte wirklich sehr genau ansehen muss, damit man weiß, ob man jetzt mit größeren Heterogenitäten des Standorts rechnen muss oder auch nicht. Wenn es jetzt darum geht, diese Humuserhaltung oder die Humusgehaltssteigerung als ein Ziel zu nehmen, welche Handlungsoptionen gibt es da jetzt? Also wie bringt man die Leute dazu, diese Maßnahmen, die wir vorher aufgezählt haben, auch de facto tatsächlich umzusetzen? Da ist natürlich einmal ein Punkt die öffentliche Förderung im Rahmen vom ÖPUL. Der Thomas Neudorfer wird uns diesbezüglich ja jetzt dann fürs neue ÖPUL sicherlich gleich einmal was vorstellen. Und im Zusammenhang damit sind auch immer Beratungstätigkeiten verbunden, wobei die jetzt über das hinausgehen, was im Rahmen der öffentlichen Förderung thematisiert wird. Da ist es ja auch meistens so, dass dann die Förderungen mit einem bestimmten Nachweis von Fortbildungsveranstaltungen verbunden sind. Aber ich glaube, das geht weit darüber hinaus. Diese Beratungstätigkeiten, die hier erforderlich sind, die müssen sich aus meiner Sicht Andi, du bist nicht hörbar, du hast dich ausgeschaltet. So, geht's jetzt wieder? Jetzt geht's wieder. Super. Ja, super, dankeschön. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Because things happen. Ja, also vielleicht nur noch einmal ganz kurz. Also Beratungstätigkeiten sollten meiner Meinung nach schwerpunktmäßig auch zwischen den Landwirten und Landwirtinnen stattfinden. Also da passiert meiner Meinung nach sehr viel und auch das Beispiel, das manche eben geben können, dass es nicht nur sozusagen eine zentral organisierte Beratung ist, sondern durchaus auch eine Beratung, die vielleicht dann am Stammtisch im Gasthaus passieren kann. Es gibt aber natürlich auch entsprechende Beratungsstellen. Ich möchte hier erwähnen zum Beispiel das Kompetenzzentrum für Ackerhumus- und Erosionsschutz in der Steiermark, die also sehr aktiv sich in diesem Bereich bereits bewegen. Natürlich auch die Bodenwasserschutzberatung in Oberösterreich. Also es gibt hier eine Reihe von öffentlichen Stellen, die sich damit beschäftigen. Und dann gibt es natürlich auch Bildungsinitiativen dazu. Ich möchte da jetzt zum Beispiel die Bodenpraktika-Ausbildung nennen, die ja auch den Umgang mit dem Humus sozusagen an die vorderste Stelle stellt. Darüber hinaus gibt es aber natürlich auch privatwirtschaftliche Initiativen, die in diesem Bereich arbeiten. Ich werde dann eher ein bisschen noch darauf eingehen. Also zum Beispiel die Initiativen in Keindorf oder die Initiativen der Raiffeisen Lagerhäuser, die jetzt auch relativ neu dazugekommen ist. Also diese Dinge sind auf jeden Fall auch wichtig, damit diese Maßnahmen umgesetzt werden können. Ich habe zuerst schon gesagt, dass sich auf europäischer Ebene im Moment irrsinnig viel tut, genau in diesem Bereich.
und habe sozusagen als Beispiel, und das ist dann auch in der Broschüre drinnen genannt, im Rahmen dieses European Joint Program Soil, gibt es also derzeit 6 interne Projekte, die sich genau mit dem Thema Kohlenstoff auseinandersetzen. Also teilweise halt mit einzelnen Aspekten, die hier speziell herausgegriffen werden. Aber im Grunde genommen geht es ja darum, auch im Rahmen des IGP Soil, da haben wir dann halt am Nachmittag noch von der Sophie ein bisschen was dazu, dass man versucht, nachhaltige, klimafreundliche Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Böden irgendwie wissenschaftlich einmal aufzuarbeiten und darzustellen. Und dazu gibt es also jede Menge an Projekten. Ich möchte vielleicht aber das Letzte noch einmal hervorheben, weil das auch ein bisschen in Zusammenhang vielleicht steht mit dem, was der Thomas Neudorfer jetzt sagen wird. Es gibt auch in der Zwischenzeit ein Projekt, das sich damit beschäftigt, wie man dann alles das, was man jetzt an wissenschaftlichen Daten und an Know-how zusammenträgt, wie man dieses Wissen am besten umsetzen kann. Und diese Roadmap for Carbon Farming Schemes, da geht es also wirklich darum, wie kann man die Leute oder mit welchen Systemen kann man die Leute am ehesten dazu motivieren, entsprechend gut zu wirtschaften, sodass sich im Endeffekt dann eine Humusanreicherung oder eine Humusstabilisierung ergeben kann. Es gibt aber natürlich auch Nationalprojekte. Da möchte ich nur erwähnen, einerseits also das CASAS-Projekt, wo es um die Carbon Sequestration in Austrian Soils geht. Aber wir machen auch ein Projekt in Zusammenarbeit mit der FAO. Das werde ich dann am Nachmittag noch kurz vorstellen, wo wir auf der Basis von international vorgegebenen Algorithmen versuchen auszurechnen, wie ist das Sequestrierungspotenzial von organischem Kohlenstoff in Böden in Österreich. Also das erstere Projekt beschäftigt sich mit den allgemeinen Aspekten und versucht hier ein möglichst optimales System zu finden. Und das zweite Projekt, da arbeiten wir mit sozusagen fix und fertigen Vorgaben, um das Ganze dann auch in eine Weltkarte entsprechend integrieren zu können. Es gibt dann auch das Projekt Krümelstar aus dem Praktikerforum des Humuszentrums Steiermark. Also es sind hier doch einige Dinge zu nennen. Es gibt Gott sei Dank auch Vereinsinitiativen. Ich möchte hier besonders hervorheben den Verein Bodenleben und auch den Kompost- und Biogasverband, vor allem der Verein Bodenleben, der sich extrem stark macht für humusfördernde Maßnahmen, wobei, wie gesagt, der Fokus da gar nicht so sehr jetzt der Humus ist primär, sondern der Humus ist sozusagen ein sehr erfreuliches Nebenprodukt, weil wenn man das tut, was die Kolleginnen und Kollegen des Vereins propagieren, also sich auch sehr stark auf das Bodenleben und das funktionierende Bodenleben zu fokussieren, dann bringt das automatisch mit sich, dass auch der Humusgehalt optimal wird. Und das, glaube ich, ist genau der Bereich, in den wir kommen sollten. Es gibt, wie gesagt, auch Marketinginitiativen, also privatwirtschaftliche Initiativen, Zertifizierungssysteme, und da wird es natürlich, da muss man schon ganz genau hinschauen, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, diese quantitative Überprüfung ist gar nicht so einfach, weil sich hier verschiedene Faktoren mit einbringen können, die man auf jeden Fall beachten muss. Es ist auf jeden Fall ganz wichtig in dem Zusammenhang, dass auch die Rahmenbedingungen für die Landwirte und die Vorgaben entsprechend beschrieben sind. Nicht, dass dann am Schluss irgendwie herauskommt, weil irgendwelche Nachweise dann nicht so gelaufen sind, aus welchen Gründen auch immer, dass dann möglicherweise der Bauer der Gelackmeierte ist und dann irgendwas zurückzahlen muss. Also diese Rahmenbedingungen sind wirklich ganz genau zu definieren und abzuklären. Wir haben eben derzeit 2 Zertifizierungssysteme in Österreich, Keindorf und die Raiffeisen-Lagerhäuser, die auch hier beschrieben sind in unserer Broschüre. Es ist international gesehen, auch europäisch, auf europäischer Ebene gesehen, gibt es eine Vielzahl von solchen Marketinginitiativen und deswegen auch teilweise dieses europäische Projekt, wo es eben dann darum geht, diese Rahmenbedingungen so zu fassen, dass dann im Endeffekt wirklich etwas Positives herauskommt, auch in Bezug oder speziell jetzt in Bezug auf den Boden. Also wenn es dann um diese Fragen des Carbon Farming geht,
oder im Green Deal oder auch das, was die Mission Soil Health einmal vorgegeben hat. Da gibt es jetzt dann eine Action Group, da werden wir dann auch noch ein bisschen was dazu hören. Ich glaube, das sind auch ganz wichtige Dinge. Und wir haben auch versucht, oder wir sind ja auch in ständigem Austausch mit diesen privatwirtschaftlichen Zertifizierungssystemen und hoffen also oder glauben, sind sicher, sage ich jetzt einmal, dass wir hier zu einem sehr vernünftigen und guten Ergebnis für alle kommen werden. Und nicht zuletzt haben wir dann eine Reihe von Praxisbetrieben noch angeführt mit diversen Spezifika, also was machen die Leute, wie gehen sie damit um und wie sind sie erfolgreich vor allem. Ja? Und das haben wir relativ ausgedehnt und dann haben wir irgendwie gesagt, naja, es wäre vielleicht ganz gut, wenn man diese Best-Practice-Beispiele auch ein bisschen griffiger noch darstellt, indem wir uns das einfach anschauen. Und dann war die Idee seitens des Ministeriums, wir könnten ja vielleicht einen Film machen zu dieser Humusbroschüre. Und genau da sind wir jetzt auch dran. Wir haben also nicht nur diese Best-Practice-Beispiele, sondern wir sind auch dabei, einen Film zu drehen. Einerseits, um ein bisschen den Humus zu erklären und andererseits auch die Praxisbeispiele ein bisschen anschaulicher zu machen. Und dieser Film sollte dann Mitte nächsten Jahres fertiggestellt sein. Wir warten jetzt sozusagen noch die einzelnen Jahreszeiten ab, weil ihr wisst es ja, von Jahreszeit zu Jahreszeit es unterschiedlich sein kann, was an Maßnahmen gesetzt werden kann. Ja, damit bin ich mit meinen Ausführungen am Ende. Und wenn es Fragen dazu gibt, vielleicht in den Chat zu stellen und wir können kurz drüber plaudern. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.